Herr Fuchs, das Nestlé-Video von Julia Klöckner, wie bewerten Sie das? Das Video selber ist ein klassischer PR-Film eines Ministeriums, die wir seit vielen Jahren kennen, sowohl analog als auch digital. Da wird versucht, quasi eine politische Initiative zu verkaufen, zu zeigen, was man macht als Ministerium und das dann möglichst natürlich erfolgsversprechend zu positionieren und zu zeigen. Jetzt kritisieren aber viele, es sei nicht nur PR für das Ministerium, sondern auch für Nestlé. Wie sehen Sie das? Das ist natürlich richtig, die Wirkung entstand dadurch, dass Julia Klöckner, und den Vorwurf muss man hier an dieser Stelle machen, recht unkritisch dann in diesem Video als Moderatorin aufgetreten ist und quasi als Stichwortgeber für eine Werbebotschaft eines großen Konzerns. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, dieses Video würde anders diskutiert werden, wenn wir in einer anderen gesellschaftlichen Situation gerade wären. Nach all den Geschichten, die wir am Rezo erlebt haben und über die Fehltritte und Fettnäpfchen der CDU in den letzten Wochen, ist das natürlich etwas, was unter dem Brennglas jetzt sehr genau beobachtet wird, was Minister, Ministerinnen der CDU tun, was Akteure im Netz tun, in politischer Kommunikation. Und deshalb ist dann so ein, vielleicht auch eine Aufregungsindustrie entstanden, auch um dieses Video, die es vielleicht vor einem halben Jahr so nicht gegeben hätte. Jetzt gab es einmal die vielen Debatten um, ich sag mal, die CDU im Netz. Aber unabhängig davon ist ja auch Nestlé ein Konzern, der immer wieder im Fokus steht, wenn es um Themen geht wie Trinkwasserverknappung, Regenwaldzerstörung, Plastikmüll. Wie erklären Sie das oder wie sehen Sie das, dass Julia Klöckner das offenbar nicht auf dem Schirm hatte oder wie auch immer, wie sehen Sie das? Also eine Aufgabe eines Ministeriums ist ja, gesellschaftlichen Wandel voranzubringen und Gesellschaft voranzubringen. Und das ist natürlich ein Teil, dass man sich auch mit natürlich wirtschaftlichen Akteuren trifft, dass man versucht, die zu bestimmten Aktivitäten zu motivieren oder auch vielleicht mit Regulation zu zwingen. Und das war so einer dieser Termine, wo sie einen Erfolg gefeiert hat, weil sie einen der größten internationalen Konzernen im Bereich Ernährung dazu gebracht hat, seine Arbeit zu ändern, seine Aktivitäten vielleicht zu ändern im Sinne des Ministeriums. Und da war man, glaube ich, so ein bisschen verblendet, weil man diesen Erfolg hatte. Man hatte den Deutschlandchef von Nestlé dann im Büro und dann wurde halt so ein kurzes Video gedreht und hat dann, glaube ich, in diesen 59 Sekunden am Ende natürlich vergessen, dann auch kritische Momente zu haben. Vielleicht hatte sie auch in dem Moment nicht den Willen und nicht den Mut dazu, diese kritische Auseinandersetzung da zu pflegen, weil es halt ein positives Video sein sollte, PR-Video sein sollte. Und da hat sie, glaube ich, so ein bisschen den gesellschaftlichen Diskurs an dieser Stelle vielleicht vergessen, verdrängt bei der Aufnahme dieses Videos. Liegt möglicherweise genau da das Missverständnis, dass eben ein großer Teil der Gesellschaft vielleicht auch anders als früher da auch einen kritischeren Standpunkt erwartet von Politikern? Und inwiefern ist das angekommen bei den Politikern oder auch nicht? Ich glaube, der zentrale Unterschied ist, dass es Kritik gab es immer schon. Es gab immer schon eine gewisse Gruppe von Menschen in der Gesellschaft, die sehr kritisch auf das geschaut haben, was Politik, was vielleicht auch Exekutive tut. Jetzt ist es halt so, dass die ein sehr, sehr lautes Medium haben zum Beispiel auch und mit Twitter. Und eine kleine Gruppe kann da schon etwas quasi skandalisieren, kann es in die Breite tragen, kann dafür sorgen, dass auch klassische Medien es dann mitbekommen und dann auch aufgreifen und zum Thema machen. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren in der Form nicht möglich. Es ist ja Julia Klöckner unter den CDU-Spitzenpolitikern eine, die sich eigentlich offenbar sehr gut auskennt mit Social Media, die da auch eine große Affinität hat, viel teilt, der es jetzt nicht an den technischen Fertigkeiten mangelt. Wie erklären Sie sich, dass es trotzdem ausgerechnet ihr oder gerade ihr passiert ist jetzt? Ich glaube, es gibt einen großen Widerspruch zwischen quasi Technik zu kennen und vielleicht das Netz zu verstehen und natürlich eine inhaltliche Agenda zu haben. Und ich möge Julia Klöckner sogar unterstellen, dass sie natürlich auch mit Kritik gerechnet hat. Also sie kennt das Netz, sie weiß, egal was man tut, ob man Freibier verschenkt oder ob man 1000 Euro für jeden Bundesbürger austeilt, es gibt immer 50% im Netz, die es schlecht finden, die es kritisieren werden, egal was man tut. Und ich glaube, deshalb hat sie das schon eingepreist, dass da Kritik kommt. Dass so viel Kritik kommt, hat sie, glaube ich, nicht bedacht. Und dann hat sie, glaube ich, natürlich auch für ihre Zielgruppe kommuniziert. Das darf man auch immer nicht vergessen. Für all die kritischen Menschen, die sich eine stärkere Regulierung zum Beispiel von Nestlé wünschen, kommuniziert sie nicht. Weil das sind keine klassischen CDU-Wählerinnen an der Stelle, sondern die sehen das vielleicht ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer und sagen, okay, ich esse gerne Nestlé-Produkte und da muss man vielleicht ein bisschen was tun, aber jetzt nicht den armen Konzern so viel malträtieren, weil der schafft auch Arbeitsplätze in Deutschland. Und für diese Zielgruppe hat sie kommuniziert. Sie hat nicht für die Kritiker kommuniziert. Und das vergisst man immer gerne in diesen Diskursen, dass natürlich eine Politikerin, ein Politiker auch immer bestimmte Zielgruppen im Blick hat, die sie erreichen will mit solchen Geschichten. Wir waren schon so ein bisschen bei dem Punkt, aber das würde ich gerne noch ausführen.
Naja, zum einen mal, ich habe da selber Probleme, vielleicht können Sie mir da weiterhelfen, wenn es jetzt um die Zielgruppe im Netz geht. Das ist ja irgendwie diffus. Sind das die jungen Leute, die im Netz sind oder sind irgendwie alle im Netz? Wie sehen Sie diese Zielgruppe, mit der da jetzt zuletzt die, insbesondere die CDU offenbar Probleme hat? Wie würden Sie die einschätzen? Ehrlich gesagt kann ich mit der Diskussion auch wenig anfangen, weil es gibt ja auch nicht die Jugend. Also wenn wir jetzt immer von der Jugend sprechen, die auf einmal etwas gegen die CDU hätte, ist auch Bullshit, weil es gibt immerhin 100.000 junge Menschen, die sogar Mitglied der Jungen Union sind. Das ist ja auch ein Teil der Jugend, wenn man das so definieren will, bis 40 bei der Jungen Union. Von daher ist es natürlich, würde ich mal sagen, eine gebildete, urbane Gruppe von Menschen, die sich sehr stark digital bewegt und dass es gar nicht mal unbedingt junge Menschen sind. Also es gibt im Netz sind auch sehr viele ältere Menschen unterwegs, es gibt auch nicht nur junge Influencer, es gibt auch ältere Influencer. Ich glaube, das ist eher so eine, der Graben verläuft eher zwischen Bildungshintergründen, würde ich fast sagen, dass Menschen, die eine höhere Bildungsgrad haben, sehr viel stärker natürlich digitale Tools nutzen, um sich zu informieren und da vielleicht zu diskutieren auch, als die Menschen, die vielleicht das nicht haben, die Bildungsgrad ein bisschen geringer ist. Und das ist eher das Problem, was ich sehe, dass da der digitale Graben verläuft, ähnlich wie der Graben vielleicht zwischen Land und Stadt in Deutschland. Es gab ja nicht nur das Video selbst, das Kontroverse ausgelöst hat, sondern es gab dann viel Kritik, auf die sie auch reagiert hat. Wie bewerten Sie diese Reaktion von ihr? Ich glaube sogar fast, dass diese Kritik, die sie dann wiederum an ihren Kritikern geäußert hat, das war das eigentliche Problem dieses Videos, weil damit hat sie damit erstmal die Krise geschaffen, in der sie jetzt steckt, weil sie natürlich damit diesen typischen Streisand-Effekt erzeugt hat, dass erstmal mit Beschimpfung des Publikums oder der vielleicht eigenen Bevölkerung wird man nie Punkte machen können. Sie hat versucht im Nachgang dann das nochmal einzuordnen, aber damit hat sie das Video erstmal größer gemacht, indem sie natürlich Menschen beschimpft hat, die sich darum wieder aufgeregt haben. Da ging es am Ende gar nicht mehr um den Inhalt des Videos, sondern um die Art und Weise, wie eine Politikerin mit einem Amt, mit einem Mandat an der Stelle mit der Bevölkerung umgeht. Und das geht, egal wie schlimm die Kritik ist, egal was da passiert, egal wie man sich viel aufregt, auch vielleicht über persönlichkeitsverletzende Sachen, die da passiert sind, das macht man nicht. Man beschimpft nicht die Bevölkerung von oben herab auch noch, dass sie Hate Speaker wären, wie im Fall von Jörg Klöckner. Das muss man anders souveräner lösen und da in der Tat kann man ihr sogar vorwerfen, dass sie das Netz nicht verstanden hat, weil sie müsste eigentlich wissen, was passiert, wenn sie genau so etwas tut, wie diesen Tweet rauszusenden. So. Ich verstehe das, ich kann das menschlich sehr gut nachvollziehen. Es ist nicht schön, quasi, wenn man vielleicht für etwas kritisiert wird, was man überhaupt nicht getan hat und wenn man persönlichkeitsverletzende Geschichten an den Kopf geknallt bekommt, da ist man emotional, da möchte man irgendwie am besten zurückschlagen. Ich kenne das sehr gut auch aus meinen persönlichen Erfahrungen aus dem Netz. Aber da gehört es natürlich auch dazu, professionell zu agieren und sich das dann zu verkneifen und dann kurz mal drüber nachzudenken, was für Effekte vielleicht so ein Tweet dann auch erzeugen könnte. Inwiefern fehlt der CDU, vielleicht nicht nur der CDU, aber besonders der CDU, dieser Instinkt? Ich glaube, der CDU fehlt schon der Instinkt für digitale Themen oder auch für Themen, die im digitalen Raum eine gewisse Präsenz und Wichtigkeit haben. Weil man natürlich die komplette Architektur einer Partei auf den klassischen Medien aufgebaut hat, weil die klassischen Medien weiterhin natürlich die wichtigste Plattform sind, um Diskurse zu führen. Das ist, glaube ich, auch nicht falsch, weil natürlich viele auch Wählerinnen und Wähler der CDU klassische Medien einfach noch konsumieren, zum Glück noch. Aber deshalb haben sie es halt irgendwie keinen wirklichen Fokus darauf gelegt, auch zu verstehen, was im Netz wo diskutiert und von wem diskutiert wird. Und das benötigt also wesentlich mehr Personal zum einen, vielleicht auch weitere Instrumente und Tools, um genau mitzukriegen, wo denn Diskurse stattfinden. Und als drittes natürlich auch die Bereitschaft und den Willen, dann auch dahin zu gehen. Als Kram Karrenbauer muss in Podcasts gehen von Menschen, die kritisch sind mit ihrer Position auseinandersetzen. Sie muss in ein Forum gehen, wo Bildungspolitik diskutiert wird, der CDU, und muss dort selbst mit ihrer Position präsent sein. Und diesen Willen sehe ich überhaupt nicht, sondern da ist immer noch die Anspruchshaltung da, wenn die Leute was von uns wollen, dann sollen sie zu uns kommen. Dann sollen sie uns einen Fax schicken, uns ein Rauchzeichen schicken oder in die Parteizentrale kommen und mit uns dann diskutieren. Genau das ist auch wieder passiert mit Paul Ziemiak nach dem Rezo-Video. Er hat gesagt, dann komm doch vorbei bei uns und diskutier mit uns. Nein, das ist falsch. Die CDU selbst oder die Parteien selbst müssen dorthin gehen. Das ist immer schon eine Aufgabe von Parteien gewesen, wo Bevölkerung ist, wo Bevölkerung quasi diskutiert und nicht darauf warten, dass irgendwann zu ihnen kommt. Das dürfte im Jahr 2019 nicht der Anspruch einer Partei sein.